Sie buddeln für mehr Bits und Bytes, die Mitglieder des Glasfaservereins unter Bauerschaft. Hochmoderne Kabel pflügen sie mit dieser Verlegmaschine in den Boden. 21 Kilometer für gerade mal 80 Haushalte. Kein Anbieter will das bezahlen. Und so nehmen die Dorfbewohner das mit dem schnellen Internet nun selber in die Hand. Wir haben bei den Unterschriftenaktionen haben wir über 90% gesammelt, fast 100%. Das ist sensationell, also ganz klasse. Und man muss dabei sagen, wenn wir alle nicht so gehandelt hätten, wäre auch niemals so weit gekommen. Nur wenige Menschen leben hier auf vereinzelten Gehöften. Deswegen hat es mit modernen Datenleitungen nie geklappt. Und so ziehen sie nun mit insgesamt 700 PS ihre eigene Datenautobahn durch die niederrheinische Erde. 1.500 Euro hat jeder Haushalt bezahlt. Viele freiwillige Arbeitsstunden kommen hinzu. Fördergelder gab es für die Dorfgemeinschaft nicht. Man hat keine Chance als Bürgerinitiative auf dem Land an Gelder zu kommen. Sie greifen dennoch nach dem schnellen weltweiten Netz in Unterbauerschaft. Bleibt nur noch das Problem mit den Hausanschlüssen. Hoch oben im Nordosten die Feldberger Seenlandschaft. Den Eingang des idyllisch gelegenen Hotels Hullerbusch zieren zwei flotte Hirsche. Doch die Datenverbindungen hierher, lahme Enten, klagt Hotelinhaberin Astrid Günther-Napoli schon seit vielen Jahren. Ich kann E-Mails empfangen und versenden, wenn die Leitung gerade steht. Aber ich kann nicht permanent online sein, keine Software online haben, permanent. Kein Buchungssystem, sondern ein nostalgisch anmutendes Rezeptionsbuch führen sie hier. Das hat sich bewährt im Funkloch. Die Verbindung ist instabil und oft überlastet. Kabel gibt es nicht. Sie können ihren Gästen nicht bieten, was international Standard ist. Zimmer buchen im Internet rund um die Uhr. Von WLAN ganz zu schweigen. Und hinzu kommt, dass ich die Gäste nicht verweisen kann, wo sie hier im Ort kostenloses WLAN nutzen können. Wo überhaupt WLAN ist, noch nicht mal kostenlos, wo WLAN ist. Wir haben keinen öffentlichen Hotspot hier. Gerade mal 20 Einwohner leben hier auf den Quadratkilometer, für die großen Internetanbieter unattraktiv. Den Gemeinden versprach die Politik Fördergelder für den Netzausbau. Hier im Rathaus hofft man auf 50 Megabit pro Sekunde. Derzeit sind es noch nicht einmal 2. Das ist einfach ein Infrastrukturnachteil, den wir hier haben. Wir müssen unsere Schule anbinden, wir müssen unsere Kindereinrichtungen anbieten, die öffentlichen Einrichtungen, die wir haben, müssen vernünftig erschlossen sein und, wie gesagt, für die Wirtschaft unabdingbar. Bislang galoppiert der Fortschritt an der Gemeinde vorbei. Von einer Glasfaserleitung direkt ins Haus kann Webdesigner und Informatiker Benedikt Schwinkendorf nur träumen. Bilddateien für Online-Shops muss er verschicken, riesige Datenmengen bearbeitet er. Na, wenn es absehbar ist, dass es hier wirklich nicht klappt, dann muss man sich einen anderen Standort suchen. Das geht ja nicht anders. Das ist ja arbeitsbehindert, wenn man es mal grob überschlägt mit der Leitung, die wir aktuell haben. Und im Vergleich zu einer besseren Leitung sind wir in der Woche mindestens bei 3 bis 4 Stunden, die wir da an zusätzlicher Arbeitszeit brauchen, nur durch die langsame Leitung. Das schnelle Netz soll nun aber kommen, auch nach Feldberg. Der Bund hat zunächst 6 Millionen Euro dafür in Aussicht gestellt. Zurück am Niederrhein. Hier haben die Internetpioniere von Unterbauerschaft die Glasfaserkabel weitgehend verlegt. Damit konnten sie einen Anbieter überzeugen, nun die Hausanschlüsse zu übernehmen. Es hat Modellcharakter. Letztendlich muss man aber hier, sag mal, das Projekt erstmal finalisieren. Und dann werden wir uns die Karten legen, jedes einzelne weitere Projekt analysieren, wirtschaftlich betrachten und dann, denke ich mal, kann es durchaus weitergehen. Dank Eigenleistung können Sie im Spätherbst endlich durchstarten auf Ihrer nagelneuen Datenautobahn.